Spotfight. Wir leben Wrestling. Der im März stattfindende Fastlane Pay-Per-View wird derzeit lokal mit 3 Matches beworben. Becky Lynch gegen Charlotte Flair, Daniel Bryan gegen AJ Styles um die WWE Championship und Bobby Lashley gegen Seth Rollins um die Intercontinental Championship. Ob diese Matches tatsächlich für das Event realisiert werden, bleibt bis auf Weiteres abzuwarten. Fastlane wird der letzte WWE Pay-Per-View vor WrestleMania sein und am 10. März stattfinden. Weitere Infos zum WWE-Abgang von Dean Ambrose. Nach WrestleMania 35 wird der ehemalige WWE-Champion die WWE verlassen. Laut dem PW Insider habe Ambrose einen 5-Jahres-Vertrag mit einem jährlichen Gehalt von $1 Million abgelehnt. Seine Entscheidung, die WWE zu verlassen, beruhe allerdings nicht auf finanziellen Gründen, sondern sei eine persönliche Angelegenheit, wie wir gestern bereits berichteten. Mittlerweile bestätigte auch die WWE in einem offiziellen Statement den Abgang von Dean Ambrose. Hideo Itami verlässt WWE ebenfalls. Wade Keller berichtet, dass Hideo Itami, auch als Kenta bekannt, um seine Entlassung bei der WWE gebeten habe und ihm die Entlassung von der WWE gewährt worden wäre. Sein Match gegen Akira Tozawa bei der aktuellen 205 Live-Ausgabe wäre damit das letzte Match von ihm innerhalb der WWE gewesen. Auf Twitter bedankte sich Itami mit einem Post, der von mehreren WWE-Kollegen aufgegriffen wurde bzw. erwidert wurde. Wie andere WWE-Superstars ist Itami mit seiner kreativen Richtung unzufrieden gewesen. Mögliche Pläne für seine zukünftige In-Ring-Karriere könnten ein Wechsel zu AEW oder eine Rückkehr in die japanische Wrestling-Szene sein. Achtung, SmackDown Live Spoiler! Bei SmackDown Live wurden weitere Matches für den Elimination Chamber Pay-Per-View angekündigt. So werden die Usos gegen The Miz und Shane McMahon um die SmackDown Tag Team Champion Titel antreten, nachdem sie bei SmackDown ein Fatal 4-Way Match gewonnen haben. Außerdem kündigte Triple H im finalen Segment der Show ein Elimination Chamber Match um die WWE Championship an. Daniel Bryan wird seinen Titel gegen AJ Styles, Samoa Joe, Jeff Hardy, Mustafa Ali und Randy Orton verteidigen. Aktuelle Pläne sehen vor, dass Bryan sich in diesem Match auch durchsetzt. Sonya Deville und Mandy Rose wurden des Weiteren als weitere Teilnehmer für das Elimination Chamber Match um die Women's Tag Team Champion Titel bekannt gegeben.